Jesus, ich will dir danken dafür, dass wir hier zusammenkommen dürfen, Gott, um dich anzubeten, Jesus. Und ich danke dafür, dass alles das, was wir gerade beten, Jesus, Herr, und aussingen zu dir, Gott, Herr, dass es ein Statement ist für die sichtbare und unsichtbare Welt, Gott. Dass es nicht nur einfach nette Lieder sind oder sonst was, Gott, sondern wir singen davon, wie wunderbar du bist. Wir singen von der Wahrheit, dass wir niemals getrennt sein können von dir, Jesus. Dass du uns in deiner Hand hältst, Gott. Bei all dem, was auf diesem Planeten passiert, bei all dem, was wir nicht verstehen, Gott. Dass wir vor dich treten dürfen, Jesus, Herr, ins Allerheiligste treten dürfen, Gott, um dir zu begegnen. Vater, wir geben dir unser Herz, wir geben dir unser Sein, Gott, Herr. Und ich bitte dich darum, dass du jedem Einzelnen von uns hier in seiner Situation, Vater, auch individuell, Gott, dort, wo wir gerade stehen, Jesus, Herr, dass du jedem Einzelnen von uns heute begegnest, Jesus, und dass wir verändert aus diesem Raum rausgehen, Gott. In deinem wunderbaren Namen. Und die ganze Church sagt, Amen, Amen. Komm mal, können wir noch mal richtig laut werden für Jesus, ey? Komm mal. Er ist letztlich der Grund, warum wir hier sind. Warum wir zusammenkommen. Hey, vielen, vielen Dank dafür, dass ich hier sein darf. Vielen Dank dafür, dass ihr mich eingeladen habt. Das ist wirklich absolut grandios, hier in der FCG Steffenberg zu sein, hey. Das ist richtig, richtig gut, hey. Und ich freue mich natürlich auch, weil wir haben, wie Celine schon gesagt hat, wir haben ja so eine innere Beziehung auch zu der FCG Steffenberg, dadurch, dass Leute von uns hier waren, dadurch, dass Leute von hier bei uns gewesen sind. Ich meine, wir hatten die beiden Simons auch bei uns und ich weiß, dass Stefan Sommerfeld, mein Executive, der war letztes Jahr hier, unser Jugendpastor war vor einiger Zeit hier, der JP. Deshalb, hey, das ist richtig grandios. Danke dafür, dass ihr mich auch eingeladen habt. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal vielen, vielen Dank sagen an Jana und an Arndt. Ihr habt so grandiose Pastoren hier. Wisst ihr das eigentlich? Nee, ganz kurz. Weil ihr denkt, ich sag das jetzt, weil man das so sagen muss, weil ich im Vorfeld gebrieft worden bin oder so. Nein, ganz kurz. Ich meine, das ist wirklich von ganzem Herzen so. Ich meine, wir kennen uns ja auch schon jetzt einige Jahre, fast 20 Jahre jetzt. Das ist crazy, oder? Wir haben zusammen studiert, so, ne, und ich erinnere mich dran, weil sie waren immer so ein paar Jahre über mir, so, ne, und das war immer so, wenn ich so zu Anjana und Arndt guckt habe, immer so, wow, und irgendwann mal darf ich auch so sein wie sie. Ja, auf jeden Fall, dann aber, deshalb, hey, vielen, vielen Dank dafür. Jetzt habe ich das Mikro. Aber vielen, vielen Dank dafür, dass ihr das tut, was ihr tut, hey, hier in Steffenberg, so, ne, ihr habt gesagt, es gibt über 4000 gute Gründe. Das ist übrigens eure Einwohnerzahl hier. Ich habe es nochmal gegoogelt, so, ne? Aber über 4000 gute Gründe zu sagen, wir gehen nach Steffenberg und bauen hier Kirche. Und deshalb wirklich von ganzem Herzen Dankeschön. Und auch von der Church hier in Steffenberg, Dankeschön an euch. Komm mal her. Ja, und danke dafür, dass ich hier sein darf. Ich wäre gerne mit meiner Frau gekommen. Wir waren, und auch mit unseren Kindern, wir haben drei wunderbare Kinder. Die Sache ist, ich war super erkältet die Woche. Ich freue mich, dass ich jetzt wieder hier stehen kann. Gestern ging es auch bei unseren Kindern los mit Fieber, mit all dem ganzen Spaß, den man so hat. So, ne? Und alle Eltern wissen ganz genau, wovon ich rede. So, und deshalb meinte meine Frau heute Morgen, hey, so leid es mir tut, so, ne? Ich kann leider nicht mitkommen. Aber ganz liebe Grüße natürlich halt von meiner Frau auch. Genau, hey, wir sind beide, meine Frau und ich, wir sind beide Berliner. Ich habe, genau, ich weiß, bin viel zu laut, hey. Ich war mal dort, wo du gerade bist. So, auf jeden Fall. So, wir sind beide gebürtige Berliner. Meine Eltern kommen aus Rumänien. Das heißt, ich habe auch so ein bisschen Ausländeranteil in mir. Ist das okay, wenn man das hier so sagt? So, ne, oder? Haben wir Rumänen hier? Yes. Come on! Ehrlich, Sister! Ja, Fratele! Ne, Kumsispune. Wie sagt man? Sora! Okay, sorry. Mir fehlen richtig viele rumänische Worte, so, ne? Ich versuche dann irgendwie zu über. Okay, mega, richtig gut. Auf jeden Fall, wo war ich? Genau. Es ist schön hier zu sein. So, ich starte, bevor ich jetzt irgendwo lande. So, ne, ich will direkt starten. Und ich dachte, ich setze direkt den Ton damit, indem ich eine Frage stelle, wo ich hoffe, dass jeder von uns ehrlich ist. Und zwar, ist es dir schon mal passiert, dass du sowas richtig Peinliches in deinem Leben erlebt hast? Sowas, wo du am liebsten im Boden versunken wärst, am liebsten würdest du das aus deinem Gedächtnis irgendwie rausradieren oder sowas. Kennt irgendjemand solche Momente? Danke dafür, dass ihr ehrlich seid. Okay, weil ich werde in den nächsten paar Minuten, werde ich eines meiner Top 10 peinlichen Momente mit dir teilen, okay? Ja, direkt um den Ton zu setzen, hey, wo es hingeht. Falls du noch nicht peinlich berührt bist, dann kann es gut möglich sein, dass es gleich passiert. Falls du heute zum allerersten Mal hier bist und ein Kumpel dich mitgebracht hast, dann kann dein Kumpel sich jetzt zu dir umdrehen und sagen, hey, der ist nicht jede Woche hier, okay? So, also.
vor einiger Zeit, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wann es gewesen ist, aber meine Frau und ich, wir haben an einem Abend so richtig gut gegessen, so, ne? Wir haben es so richtig gut gehen lassen. Ich weiß nicht, ob es ein Date Night war oder nicht. Auf jeden Fall, wir hatten so eine richtig gute Zeit und das war so ein Abend, an dem man so gut ist, dass man sich vielleicht noch einen zweiten Teller holt. Und eventuell noch einen dritten Teller. So, und am nächsten Morgen dachte ich, okay, hey, ich gehe ins Fitnessstudio, ne, will so das abarbeiten und alles. Und habe schon gemerkt, auf dem Weg ins Fitnessstudio, hey, das irgendwie zieht es im Bauch. Und das ist wirklich, ich dachte, heute wird es schwer. So, ne, heute wird's, ich habe gestern viel zu spät, viel zu viel gegessen. So, ne, aber ich dachte, hey, das ist das Beste, was ich jetzt machen kann, trainieren zu gehen. Also bin ich ins Fitnessstudio gegangen. Und es waren schon einige Leute da. Aber es war noch relativ ruhig und so ein bisschen Musik lief im Hintergrund und sowas. So, ne, und ich habe so meine Noise-Canceling-Kopfhörer reingesteckt und habe angefangen, so meine Übungen zu machen und alles und dachte, das ist richtig anstrengend heute, so, ne? Oh, das zieht und das zerrt und so, aber ich dachte, egal, hey, come on, no excuses, so, ne, keine Entschuldigung, gib Gas, so, ne? Also, im wahrsten Sinne des Wortes. So, auf jeden Fall, wir gleich merken. So, auf jeden Fall, so, ne, ich hab losgelegt an den Geräten und war richtig drin und so weiter, ne, und war an der Beinpresse und an der Armpresse und Brustpresse und so weiter. So, dann hab richtig Gas gegeben, so, ne, und dann war ich irgendwann so, come on, noch eine Wiederholung. So, noch einmal drücken. Noch einmal pressen. Und im nächsten Moment entledigte ich mich eines Tons aus meinem Körper, der so laut war, dass es durch meine Noise-Canceling-Kopfhörer hindurchgegangen ist. Und ich sag, also keine Sorge, so, ne, alles safe noch gewesen, so, ne, ich brauchte keine neue Unterhose oder so. Aber, ey, ich sag dir keinen Spaß, ich habe mich so geschämt, es war mir so peinlich, so, ne, und ich dachte, okay, was mache ich jetzt als reifer, erwachsener, junger Mann? Was mache ich? Ich bin aufgestanden, hab meine Sachen genommen und ich bin gegangen. Und nie wieder gekommen. Nein. Ich bin wieder hingegangen, aber ich war schon so drauf, so, ne, alle verlassen das sinkende Schiff, so, ne. Und es war mir so unangenehm, weil kennst du diesen Moment, wenn du gefühlt, du merkst, wie die Leute um dich herum, sie lassen alles stehen liegen, gucken dich an und sind so, ist das dein Ernst? Weil genau so war das. Ich habe mich so gefühlt, ich dachte so, oh nein, das kann nicht sein. Und am liebsten, ich würde es vergessen wollen. Weil ich meine, sei mir ehrlich, ich war der Typ, der in einem geschlossenen Raum den Traktor angeschmissen hat. Brumm, 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 brumm. So, es war mir so unangenehm. Es war mir so unangenehm. So, warum erzähle ich das? Und zwar, es war ein Grund, weil ich glaube, jeder von uns kennt solche Momente. Jeder von uns kennt Momente, also nicht genau solche, aber vielleicht andere Momente, aber Momente, wo du sagst, oh Mann, am liebsten, ich würde es echt aus meinem Gedächtnis irgendwie rausradieren. So, ne? Am liebsten, ich würde geblitzdings werden. So, dann kennst du noch diese Dinger von Man in Blackwood und egal, whatever. So, auf jeden Fall, so, du willst am liebsten, du willst es vergessen, du willst heraus sein aus diesem Moment. Es ist so herausfordernd, es bringt dich an deine Grenzen. Und seien wir ehrlich, so, ne, um ganz ehrlich vor uns zu sein, wir leben jetzt gerade in einer Zeit, wo wir relativ schnell in so einen Moment, in so einen Gefühlszustand reinkommen können. Wo wir sagen, bei all dem, was jetzt gerade vielleicht individuell in deinem Leben, bei all dem, was jetzt hier in Steffenberg passiert, bei all dem, was gerade weltweit passiert, seien wir ehrlich, wir wünschen uns, manchmal aus Situationen heraus. Wir wünschen uns raus aus diesem Moment und wünschen uns in den nächsten Moment und wünschen uns, dass es schon vorbei wäre. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, was heute Nacht passiert ist, und zwar, dass der Iran zum Beispiel Israel angegriffen hat und so weiter. Aber ich meine, das ist nur eine Sache. Es sind so viele schlimme Sachen, die jetzt gerade passieren. Sondern wir können so schnell herausgefordert sein durch alles das, was weltweit gerade passiert, dass wir an unsere Grenzen kommen mit uns selber. Und ich meine, seien wir ehrlich, das ist ein Stück weit, das ist Leben, oder? Es ist dieses Konzept, namens Leben. Sondern was ich für mich verstanden habe, ist Folgendes. Und das ist eine Sache, wie ich versuche, durchs Leben hindurchzukommen. Und zwar zu verstehen, dass es Dinge in meinem Leben gibt, die kann ich kontrollieren. Und es gibt Dinge, wo ich einfach nur Gott vertrauen muss. Weil ich es nicht kontrollieren kann. So, was sind Dinge, die ich nicht kontrollieren kann? Umstände, oder? Du kannst sie nicht kontrollieren, oder? Was kann ich kontrollieren? Wie ich inmitten meiner Umstände reagiere? Was ich inmitten meiner Umstände anbete und wie ich meinen Fokus setze. Und ich würde gerade diesen Aspekt nehmen von Fokus und von Aufmerksamkeit. Was und wem gebe ich meine Aufmerksamkeit inmitten meiner Umstände, inmitten meiner Kämpfe, inmitten meiner Herausforderungen? Und ich sage dir eine Sache, hey, und das ist das, was wir uns bewusst sein müssen, inmitten einer Zeit wie diese. Diese Welt wird absolut alles daran setzen. Absolut alles.
um dir deinen Fokus und deine Aufmerksamkeit zu nehmen. Wird absolut alles daran setzen, um dir deine Erinnerung daran zu nehmen, was Gott schon alles in deinem Leben getan hat. Vielleicht bist du heute hier und du hast absolut gar nichts mit Gott am Hut und sagst, was hat Gott schon in meinem Leben getan? Ich sage dir ganz ehrlich, jeder von uns hat Momente in unserem Leben, wo wir sagen, ich kann sie nicht erklären, was wäre, wenn es Gott gewesen ist? Und all diese Umstände, all das, was um uns herum passiert, es versucht uns unsere Aufmerksamkeit, unseren Fokus zu nehmen von all dem, was Gott schon in unserem Leben getan hat. Aber hör mir gut zu, auch für alles das, was Gott noch in unserem Leben tun möchte. Und heutzutage ist es sogar noch viel einfacher durch Medien, durch Nachrichten. Seien wir ehrlich, unser Fokus kann so schnell genommen werden. Unser Gefühlszustand kann sich so schnell switchen. Von Freude zu Sorge, von Freude zu Ärger, zu Furcht, zu Leid, zu Missgunst, zu Neid, zu innerhalb von Momenten durch die nächste Nachricht, die du bekommst. Durch das nächste Video, was du dir anschaust. Durch den nächsten Short, Reel, whatever. Innerhalb von Momenten. Du machst die Nachricht an, egal was. Innerhalb von Momenten unser Leben, unser Fokus ist genommen. Und die Sache ist, hey, bei all dem, was auf diesem Planeten passiert, unser Fokus kann auch so sehr beeinflusst werden von all dem, was wir nicht haben, dass wir blind werden für alles das, was Gott schon in unserem Leben getan hat, aber vor allem, was er jetzt gerade dabei ist zu tun. Innerhalb von Sekunden, innerhalb von Momenten. Und das ist unser Problem heutzutage in unserer Zeit, in der wir uns befinden, hey, dass wir anfangen, nach Erfüllung, nach Leben, nach Frieden, nach Ruhe zu suchen an, hör mir gut zu, an toten Orten. Wir kommen jetzt gerade aus Ostern raus, oder? Und ich meine, diese beiden Frauen, sie gehen ja zum Grab, nachdem Jesus von den Toten aufgestanden ist, aber sie wissen ja noch nicht, dass Jesus von den Toten aufgestanden ist. Sie kommen bei diesem Grab an und was sagen die Engel zu ihnen? Was sucht ihr? Den Lebenden bei den? Bei den Toten, oder? So, und ich weiß nicht, ob du jemals darüber nachgedacht hast, aber es ist fast so, wie als würden die Engel die Menschen nicht verstehen, oder? Weil sie sind so, wenn du den ganzen Kontext anschaust, sie sind auch so, sie fragen so, habt ihr ihnen nicht zugehört? Er hat davon geredet, was passieren wird. Habt ihr nicht zugehört? Ich meine, wir haben eine Agenda, warum wir hier sein müssen. So, ne? Wir wurden von Gott hierher geschickt, dass wir hier sind, sagen die Engel. So, ne? Wir müssen hier sein. Aber ihr, was sucht ihr den Lebenden? Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Und ich sagte ganz ehrlich, es kann so schnell passieren, oder? Dass wir Leben an toten Orten suchen. Ich sagte ganz ehrlich, du und ich, wir können Woche für Woche in die Church gehen. Wir können Woche für Woche in den Gottesdienst gehen. Wir können nach außen super fromm aussehen. Und dennoch sind wir innerlich tot. Aber wie gut ist es, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der von den Toten auferstanden ist, oder? Wie gut ist es, dass er, weil er auferstanden ist, dass du und ich auferstehen können? Come on, ist irgendjemand begeistert davon, dass wir nicht im Karfreitag stehen geblieben sind, sondern dass wir Auferstehungssonntag jeden Tag feiern können? So, lass mich dir zeigen, was ich meine, okay? Lass mich dir zeigen, was ich meine. Und zwar, was ich wirklich interessant finde, ist, dass wenn wir uns Jesus anschauen, dass Jesus immer present to the moment war. Er war immer im Moment, okay? Er war so gut da drin, er war ein Profi da drin, im Hier und Jetzt zu sein. Er war ein Profi da drin, im Heute zu sein. Ist dir mal aufgefallen, dass Jesus niemals in Eile war? Niemals. Er war nicht so, dass er, oh, komm mal, wir müssen jetzt noch schnell dahin gehen. Noch schnell die nächste Stadt. Nein, 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 er war da, wo er war. Er war richtig gut da drin. Und er genoss das Leben und er genoss, während er hier auf diesem Planeten war, er genoss Zeit, er genoss Menschen, er genoss es mit Menschen zu essen, er genoss sich selber, oder? Sondern Jesus war nicht heute hier, morgen da, sondern da, wo er war, da war er. Und ich würde meinen, dass es nicht von der Hand zu weisen ist, dass das mit einer der Hauptgründe ist, warum Menschen es geliebt haben, in der Nähe von Jesus zu sein. Weil sie wussten, sie bekommen seine Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber kennst du diese Momente, wenn du dich mit Leuten unterhältst? Und während du dich mit den Leuten unterhältst, du merkst, dass sie zwar körperlich da sind, aber mental sind sie ganz woanders. Kennst du das? Ich sag dir ganz ehrlich, das bringt mich auf die Palme. Wenn ich merke, dass ich mich mit Leuten unterhalte und sie geben mir kein Ja, so kein Nicken, gar nichts. Sondern sie müssen nicht mal Ja sagen, können auch sagen, nein, sehe ich gar nicht so. Aber ich bekomme gar nichts. Und du merkst, irgendwann mal driftet auch der Blick weg, der Blick wird so glasig und sie sind irgendwo anders. Und dann gucken sie auf die Uhr oder holen ihr Handy raus. Oder sie antworten dir auf etwas, was du gar nicht gefragt hast. Ich sag dir, das bringt mich auf die Palme, weil ich denke so, ey, meine Zeit ist auch kostbar, oder? Wer gibt mir diese 3, 4, 5 Minuten wieder? Aber wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich, wie oft ich so drauf bin. Kennst du die Momente, wenn dein Ehepartner, deine Ehepartnerin, wenn sie versucht mit dir zu reden, zu kommunizieren und sie fängt an mit, Schatz. Und es mündet relativ schnell in einem Schatz. Und richtig schlimm wird, wenn der Name noch hinten reingefügt wird. Antonio! Und du bist so, wo war ich gerade? So, ne? Seien wir ehrlich, hey, das passiert dir und mir.
Sondern aber wenn wir Jesus anschauen, sehen wir, dass Jesus, er war dort, wo er ist, oder? Er war unterwegs, aber er war, wenn er irgendwo gewesen ist, hey, dann hat er sich eingelassen auf die Menschen und er hat sich eingelassen auf die Momente. Ich will dir zeigen, was ich meine. Wenn wir zum Beispiel in Lukas 18 reingehen, lesen wir davon, wie Menschen, und du kennst die Geschichte, wie Menschen, wie verschiedene Leute ihre Kinder zu Jesus gebracht haben. Und ich meine, daran siehst du schon, sondern was für ein Vertrauensverhältnis für Leute da gewesen sind, die Jesus gar nicht kannten. Weil würdest du deine Kinder zu irgendeinem fremden Kerl bringen? Wäre wahrscheinlich nicht, oder? So, aber sie haben anscheinend von ihm gehört und was er tut und wie er ist und so weiter. Sie bringen ihre Kinder zu Jesus und ich meine, was machen die Jünger? Sie intervenieren. Die sagen, nein, hey, Jesus hat keine Zeit für euch. So, und daraufhin unterbricht Jesus die Jünger und was sagt er zu ihnen? Er sagt, lasst die Kinder zu mir kommen, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Wenn ihr nicht glaubt wie die Kinder, werdet ihr das Reich Gottes niemals sehen. Und es ist so interessant, oder? Weil er spricht hier von der Naivität, einfach zu glauben und zu vertrauen. Und ich weiß, wie schwer es mir fällt, in einer verrückten Zeit, in einer verrückten Welt wie dieser, so naiv zu sein. Aber Jesus bleibt nicht stehen, Jesus geht weiter, Lukas 18, er macht sich auf den Weg, er geht nach Jericho. Und während er auf dem Weg nach Jericho ist, trifft er dort diesen blinden Bettler, oder? Beziehungsweise dieser blinde Bettler sitzt dort und ich meine, da ist eine riesen Menschenmenge um Jesus herum. Und ich meine, alle versuchen seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich meine, Jesus ist in der Stadt, oder? Hey, wie gut ist das, oder? Und die Leute gehen zu ihm und wollen um ihn herum sein und so weiter. So, und dieser blinde Bettler, er bekommt mit, dass Jesus in der Gegend ist, oder dass er anscheinend gerade da ist. Und was macht er? Er schreit, er ruft, er sagt, Jesus! Du Sohn Davids! Hab Erbarmen mit mir. Und auch hier wieder, die Menschenmengen, genau das, was wir immer wieder tun, oder? Nein. Hey, Jesus ist zu wichtig. Er hat keine Zeit für dich, hey. Er hat wichtige Meetings, er muss noch wohin, okay, wir müssen, nein, wir haben, du nicht. Du bist nicht wichtig genug. Jesus hat eine Agenda. Hey, und das ist die Sache, die wir verstehen müssen, und zwar, hör mir gut zu, weil ich glaube, das ist wichtig für ein, zwei Personen hier in diesem Raum. Gott hat keine Agenda. Gott hat einen Plan. Er hat einen Plan für dich. Und es mag sein, dass in deinem Leben nicht alles nach Plan gelaufen ist, aber das heißt noch lange nicht, dass Gott nicht einen Plan mit deinem Leben hat. Jesus hat einen Plan. Und was war der Plan für diesen blinden Bettler? Stehen zu bleiben und ihm seine volle Aufmerksamkeit zu geben. Und er fragt ihn, du siehst es darin schon. Ich meine, er ist Gott, er hätte gar nicht fragen müssen. Er hätte auch sagen können, hey, okay, ich weiß, du bist blind, okay, zack. Sieh. Macht er nicht, oder? Er fragt ihn, was kann ich für dich tun? Hey. Und dieser blinde Mann, er weint und er sagt, ich will wieder sehen können. Und jetzt kommt's, wenn du dir die Geschichte durchliest, Lukas 18, okay, dann merkst du folgendes, dass dort steht, im selben Augenblick. Im selben Moment. Instant wurde er geheilt. Instant. Sofort. Im selben Augenblick. Frag dich mal in meinem Leben, hey, wie oft wir Augenblicke in unserem Leben verschwenden. Innerhalb von einem Augenblick hat Jesus das gesamte Leben einer Person verändert. Er hat einen Augenblick dafür benutzt. Kennst du die Momente, hey, wenn du mit Leuten zusammensitzt? Oder vielleicht du selber, hey. Und das Gespräch geht in irgendeine Richtung, die dich vielleicht gerade nicht interessiert. Was ist das, was wir meistens tun? Oder? Achte mal drauf, in Cafés, achte mal drauf, wenn du an der Bushaltestelle stehst, whatever. Es ist meistens, wir sind irgendwo anders. Im selben Augenblick, Jesus hat einen Augenblick benutzt, um das Leben einer Person voll und ganz zu verändern. Okay, und dann, Jesus bleibt nicht da stehen, Jesus geht weiter. Er geht nach Jericho, Lukas 19, und du liest davon, dass er stehen bleibt bei einem Maulbeerfeigenbaum. Und dort sitzt Zachäus drauf. Und was macht Jesus? Klassisch Jesus, wie Jesus so ist. Was macht er? Wie macht er sich Freunde? Indem er sich zu den Leuten nach Hause einlädt, oder? Mach das mal bei deinem Nachbarn, geh mal hin. Was sagt er zu ihm? Er sagt, hey Zachäus, komm runter. Ich bin heute, wusstest du nicht, ne? Ich bin heute bei dir zu Hause. Mach das mal bei deinem Nachbarn. So, aber auf jeden Fall, er sagt, komm runter, Zachäus, komm runter, heute noch. Sag mal bitte ganz kurz, heute noch. Heute noch. Heute noch bin ich bei dir zum Essen. Hey, und die Leute ticken aus, die Leute rasten aus. Und so, wie kann er bloß zu diesem stadtbekannten Sünder nach Hause gehen? Wie kann er bloß zu diesem Steuereintreiber? Und ich meine, seien wir ehrlich, hey, das, was die Leute gesagt haben über Zachäus, das stimmt. Der Typ war ein Mafiosi, der Typ war ein Dieb, der Typ war völlig daneben. Du musst dir vorstellen, in der damaligen Zeit war es so, dass die Römer, sie haben Israeliten benutzt. Sie haben sie letztendlich angestellt, damit sie für sie arbeiten und sich immer wieder neue Steuern ausdenken. Und diese Israeliten, die da für die Römer gearbeitet haben, sie wurden reich durch das Geld der eigenen Leute. Das heißt, Zachäus war richtig
rich. Okay, der war richtig reich. Der war so Kardashians reich, okay? Der war so richtig reich, okay? So, und er ist reich geworden durch das Geld seiner Leute. So, das heißt, das, was die Leute über Zachäus gesagt haben, das stimmt, der war daneben. So, und dennoch, Jesus lädt sich zu ihm nach Hause ein. So, und das ist das, was ich an Jesus liebe, hey, weil Jesus begegnet jedem Einzelnen von uns. Völlig egal, wo wir herkommen. Ich meine, ganz kurz, diese Kinder, sie hatten ihm nichts zu bieten, oder? Dieser blinde Bettler, er konnte Jesus nichts anbieten. Dieser reiche Zachäus, ich meine, völlig egal, wie reich er ist, er hatte nichts, was Jesus in irgendeiner Art und Weise interessiert hat, es sei denn, es ist sein Herz. So, na, und ich will dir ganz ehrlich sagen, wo du auch gerade drinnen stehst, wo du gerade herkommst, hey, was in deinem Leben gerade passiert, aus was in der Woche du kommst, ich sag dir eine Sache, es ist völlig egal, was in deinem Leben alles schiefgelaufen ist. Es ist völlig egal, wo du sagst, Menschen haben mich verurteilt oder sie haben mich fallen lassen oder whatever. So, na, es mag gut möglich sein, hey, dass du sagst, du kommst aus guten Verhältnissen oder du kommst aus richtig schlimmen Verhältnissen. Ich sag dir eine Sache, die wichtig ist, die du und ich verstehen müssen, ist, dass du und ich Gott so wichtig sind. Völlig egal, wie sauber, völlig egal, wie dreckig, völlig egal, wie kaputt, wie zerbrochen, wie am Boden zerstört. Gott, er schaut dich an, er sagt, du bist mir so, so wichtig. Willst du wissen, wie wichtig? Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder an ihn glaubt, errettet wird und nicht verloren geht. Ganz kurz, das ist meiner Meinung nach der Mittelpunkt von all dem, woran wir glauben. Der Mittelpunkt des Evangeliums, der Mittelpunkt der Bibel. So sehr. Und es ist so interessant, dass dort steht, so sehr. Weil er hätte auch einfach stehen können, Gott liebt die Welt. Nein, 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 so sehr, dass er bereit war, sein Leben für dich zu geben. Hey, wenn du und ich, wenn wir das hier in Steffenberg verstehen würden, egal wo auf diesem Planeten, jetzt gerade, wenn wir verstehen würden, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde sagt, so sehr liebe ich dich. Der, wenn er spricht, Planeten aus seinem Mund rauskommen, wir würden flach auf dem Boden liegen. Er sagt, so wichtig bist du mir. So wichtig. Okay, auf jeden Fall, Jesus geht zu Zachäus nach Hause. Und er sitzt dort mit ihm und sie essen. Und ich meine, hey, Zachäus ist so, okay, Jesus ist bei mir zu Hause, ich lade jeden ein, den ich kenne. Sondern und sein Haus war richtig voll mit Leuten. Und das, was jetzt passiert, ist wirklich interessant, weil es gibt keine dokumentarischen Aufzeichnungen darüber, dass Jesus auch nur ein Wort mit Zachäus gewechselt hat. Vor allem aufgrund seiner Situation. Er hat ihn nicht beiseite genommen und gesagt, hör mal zu, okay, ich bin jetzt zwar bei dir, aber hey, dein Leben ist voll daneben. So, das, was du tust, das ist nicht in Ordnung, ey. Nein, nein, ganz kurz, gar nichts. Einfach nur aufgrund seiner Präsenz, seiner Anwesenheit, dass Jesus dort ist, ist Zachäus irgendwann mal so eingenommen von all dem, was um ihn herum passiert, dass er steht abrupt auf. Und vor all seinen Angestellten, vor seiner Familie, vor all seinen Freunden, was sagt er? Er sagt, hör zu, Leute, überwältigt davon, wer Jesus ist. Hör zu, Leute, sondern ich werde den Armen, ich gebe ihm die Hälfte meines Besitzes. Okay, nee, ganz kurz, ich gehe noch weiter. Und zwar, all die Leute, die ich betrogen habe, ich gebe ihnen vierfach zurück, was ich ihnen genommen habe. Und ich sagte ganz ehrlich, ich muss keine Wirtschaft studiert haben dafür und kein Prophet sein, um Folgendes zu erkennen. Und zwar das, was Zachäus hier tut, ist, er brennt alle Brücken nieder zu seiner Vergangenheit. Das ist sein wirtschaftlicher Ruin. Aber einfach nur dadurch, dass Jesus da war, oder? Ihm seine Aufmerksamkeit gegeben hat. Und was sagt Jesus zu ihm? Zachäus, heute, sag mal ganz kurz, heute. Heute ist diesem Haus Rettung widerfahren. Heute. Halt immer eine Sache vor Augen und ich glaube, das ist so wichtig, wenn du und ich das verstehen, hey, und für unser Leben annehmen. Und zwar, Gott schenkte uns in Jesus, hör mir gut zu, das ist wichtig, Gott schenkte uns in Jesus das wohl kostbarste Geschenk. Und zwar, hör mir gut zu, seine ungeteilte Aufmerksamkeit. Und meiner Meinung nach ist ungeteilte Aufmerksamkeit heutzutage eines der wichtigsten Güter, die wir haben können. Weil seien wir ehrlich, du kannst hier sitzen jetzt gerade und du bist mental schon ganz woanders. Oder? Ich meine, du kannst hier sitzen und du siehst so aus, als würdest du mir zuhören. Und ich will niemanden, hey, come on, ich will niemanden vor. Aber du kannst schon in deinem Morgen sein. Oder? Du kannst schon, oder in all den Gedanken drin sein von, was ist, wenn dies und jenes passiert. Sondern wir sitzen hier und dennoch können wir das Heute, das Hier und Jetzt verpassen. Das hier verpassen. Verpassen, was auch Gott gerade dabei ist, in unserem Leben zu tun. Und das hat nicht nur was mit Church zu tun, das kann auch bei dir zu Hause sein, egal wo. Ich sage dir eine Sache so, ne? Wir können irgendwo sitzen und dennoch sind wir mental schon ganz woanders. Du kannst hier sitzen und dennoch bist du schon bei deinem Essen, was du mittags haben wirst oder Nachmittagsprogramm oder bei deinem ersten Meeting, was du morgen haben wirst, whatever. Hey, wir können in all diesen Dingen drin sein und zudem können wir jetzt gerade, obwohl wir hier in Steffenberg sind, können wir weltweit unterwegs sein. Durch all die News, durch all das, was gerade weltweit passiert, wir können so eingenommen sein von all dem, was um uns herum passiert. Bitte halt dir mal eine Sache vor Augen, und zwar der technologische Fortschritt, in dem wir uns heutzutage befinden, und zig Studien sprechen davon, hat so an Ausmaß zugenommen.
dass unser Gehirn mit so vielen Informationen zu absolut jedem Moment unseres Lebens vollgebombt wird, dass es zu einem Teil so ausgelastet ist und belastet ist. Und wir reden, ich meine, seien wir ehrlich, von diesem ganzen Mental Health Thema, was es heutzutage gibt und so weiter. Und Leute können so eingenommen sein davon, weil sie nicht verarbeiten können, was um sie herum gerade alles passiert. Ich meine, ganz kurz, reden wir mal nur von Social Media Feed. Hast du schon mal darüber nachgedacht, warum es Feed heißt? Weil es das ist, womit wir unser Herz füttern. Zu absolut jedem Moment unseres Lebens. Mit irgendwas, was irgendwo passiert. Und das ist die Sache. Wir leben auf diesem Planeten und all das, was um uns herum passiert, individuell, wo wir Herausforderungen haben, und dann haben wir ja noch irgendwie unsere sozialen Bekanntschaften und Freunde und dann auch noch, was weltweit passiert. Ey, wir können so von Dramen eingenommen sein, dass wir überwältigt sind davon, von der Machtlosigkeit absolut nichts tun zu können. Ich meine, ganz kurz, darf ich mal ganz ehrlich sein, bin ich der Einzige, hey, der sich Nachrichten anschaut und an Punkte kommt, wo er sich fragt, oh mein Gott, wie kannst du diese Welt überhaupt lieben? Oder? Weil wir so überwältigt sind. Ich sag dir, wie man das Problem nennt. Hör mir gut zu. Man nennt es das Problem der Omnipräsenz. Das heißt, wir versuchen zu jedem Zeitpunkt absolut überall zu sein und alle Informationen von absolut jedem zu haben. Und bitte versteh mich nicht falsch, ich rede nicht davon, dass du und ich, dass wir nicht versuchen sollen, auch als Kirche und so weiter, hey, und ich glaube voll und ganz daran, dass wir einen Unterschied machen sollten, hey, weltweit, egal wo wir gerade sind, oder dass wir bereit sein sollten zu helfen, zu investieren, mit Manpower reinzugehen, okay, dass wir Menschen, der Not von Menschen begegnen sollen, weltweit, egal wo sie gerade sind, okay, dass wir ihnen physisch, spirituell, emotional helfen sollen und so weiter. Definitiv, ey. Sondern weil ich glaube, das ist meine persönliche Meinung, wenn wir das nicht tun, dann verlieren wir unsere Existenzberechtigung als Kirche. Aber das ist meine persönliche Meinung, okay? Das ist unsere Aufgabe, definitiv. Aber lass mich mal bitte ganz kurz den technologischen Fortschritt, in dem wir uns gerade befinden, in Relation setzen mit unseren menschlichen Möglichkeiten. Und evaluieren, hey, dass wir uns in einer Welt befinden, in der du und ich zu absolut jedem Zeitpunkt für absolut jeden verfügbar sein müssen. Hey, wenn Gott gewollt hätte, dass du und ich zu absolut jedem Zeitpunkt überall auf diesem Planeten sind, hätte er uns so gemacht. Hat er aber nicht. Wer ist omnipräsent? Come on, das ist eine Kindergottesdienstfrage. Come on. Jesus. Wer ist omnipräsent? Von wem ist es die Eigenschaft? Es ist eine absolut göttliche Eigenschaft, die wir nicht haben, ey. Aber wir probieren es zu haben. Absolut zu jedem Zeitpunkt überall zu sein. Sondern, aber was haben wir? Wie hat uns Gott geschaffen? Gott hat uns so geschaffen, dass wir den Moment haben, oder? Und den Moment als Geschenk sehen, oder? Dass wir das heute haben, oder? Mehr haben wir nicht. Wir haben das hier und jetzt. Haben wir noch was anderes? Nein. Sondern, ich meine, das ist das, was uns Gott geschenkt hat. Sondern, und ich rede nicht nur von den Momenten, hey, die absolut herausragend sind und die denkwürdigen Momente unseres Lebens, wenn alles super läuft. Sondern, hör mir gut zu, ich rede auch von den Momenten, die absolut nervig sind. Die anstrengenden Momente in unserem Leben. Die herausfordernden Momente in unserem Leben. Weil, darf ich mal ganz kurz fragen, hey, an alle hier vor Ort, an alle, die online vielleicht gerade zuschauen. Wer würde sagen, und wir sitzen, ich meine, sagen wir ehrlich, am Ende des Tages, wir sind alles Menschen, oder? So, wir sitzen alle im selben Boot. Wer würde von sich selber sagen, weißt du was, ich befinde mich gerade, jetzt gerade in einer herausfordernden Situation? Darf ich ganz kurz fragen? Okay, wenn die herausfordernde Situation gerade neben dir sitzt, zeig bitte nicht drauf, okay? Aber manche Ehepartner so, ja! Seien wir ehrlich, hey, das ist Leben, oder? Das ist Leben, oder? Hey, das Leben sind Seasons, sind Zeiten, Lebensphasen, oder? Ich meine, es gibt schöne Lebensphasen, es gibt Herausforderungen. Du gehst durch die Schule, es hat bestimmt schöne Zeiten, aber es gibt auch herausfordernde Zeiten. Du machst deine Ausbildung, machst dein Studium, ist nicht alles super easy, oder? Und dann verliebst du dich und kriegst einen Korb. Tut weh, oder? Dann verliebst du dich nochmal, kriegst wieder einen Korb. Dann verliebst du dich nochmal. Dann sagt sie sowas zu dir, wie zu mir damals, du bist wie ein Bruder für mich. Ich bin der Beweis dafür, dass es einen Ausweg aus der Friendzone gibt. Ich muss einfach kontinuierlich dranbleiben und nerven. Nein, das war meine Geschichte. Aber dann verlobst du dich, hey, die Verlobungsphase ist bestimmt schön und dann planst du die Hochzeit. Absturz, wenn wir ehrlich sind. Okay, für uns Kerle, für alle Frauen so, okay. Lass uns weitergehen. Und zwar, bevor ich mir hier Feinde mache. So, auf jeden Fall, dann geht's weiter. Dann haben wir die Hochzeit. So, und dann haben wir vielleicht Ehe. Und seien wir ehrlich, Ehe kann herausfordernd sein, oder? Meld dich lieber nicht. Aber es ist so, oder? Und dann kriegst du irgendwann mal, dann wirst du älter. So, ne? Meine Friseurin hat mir neulich ein weißes Haar rausgezogen. Ich war so, was ist das, ey? Weil ich bin erst 41. Ich weiß, ich sehe so nicht aus, aber.
Was lacht ihr? Was lacht ihr? So, auf jeden Fall. So, dann kommt die, aber das ist auch eine Phase, oder? Und dann hast du Kinder in Windeln. Oh. So, dann werden sie irgendwann mal Teenager. Oh. So, ne? Und dann werden sie älter und so weiter. Und dann ziehen sie irgendwann mal aus und dann sitzt du irgendwann mal in Windeln da. Aber die Sache ist, so, ne? Aber, ey, kein Spaß. Okay, ganz kurz, kein Spaß. Diese Windelphase. Wenn meine Kinder, oh, es war richtig, ich sagte, ich habe mich so oft da rausgewünscht aus dieser Windelphase. Weil hast du schon mal in etwas reingefasst, was aussieht wie Nutella, aber es riecht nicht nach Nutella. Es ist kein Nutella. Ich weiß, eklig, oder? Aber warum soll nur ich leiden? Alle gerade die Online-Zuschauer am Frühstücken sind. Kein Nutella für mich. Ich helfe gern. So, auf jeden Fall. So, aber hey, es gibt diese Phasen, oder? Und ich habe mir so ausgewünscht aus dieser Phase, aber was ich nicht, woran ich nicht gedacht habe, ist, sagen wir mal ehrlich, ich meine, wenn ich mir wünsche, dass meine Kinder eigentlich älter werden und so weiter, hey, irgendwann mal sind sie Teenager und irgendwann mal sind sie Jugendliche und irgendwann mal verlassen sie das Haus. Ey. Sondern denkst du, ey, ich hatte von kurzem Moment noch, warst du, dass ich sie in meinem Arm gehalten habe. Aber so, oder? Ich saß vor kurzem, das ist so lustig, weil wir haben so als Family, wir spielen so voll gerne Spiele. So, das ist so unser Ding. So, ne? Wir gehen regelmäßig ins Casino und. Nein, Gesellschaftsspiele. Überleg mal. Nein, heute als Familie, genau. Nein. Aber wir lieben so, ey, wir lieben Gesellschaftsspiele. Bestimmt, es vergeht kein Tag, an dem wir nicht ein Gesellschaftsspiel spielen. So, ne? Das ist unser Ding. So, ne? Alle sind ehrgeizig und so weiter. Und mein Sohn haut neulich zu mir raus. So, ne? Ich sag zu ihm, und ich mein's ernst, ich sag zu ihm, ey, Mann, du bist so clever. Und ich mein's ernst, weil er mich abgezogen hat. Ja, du bist so clever. Weißt du, was er sagt? Instant. Aus dem Mixer raus sagt er, ja, wie Mama. Und ich war so, ich weiß nicht, ob ich sauer sein soll. Geh in dein Zimmer, oder ob ich stolz sein. Aber seien wir ehrlich, hey, so, oder? So. Und denkst du, ich habe vor kurzem, ich habe dich noch im Arm gehalten, hey. So, ne? Und das ist die Sache, ey. Das Problem ist, wenn wir uns rauswünschen aus Phasen, dann skippen wir ein gesamtes Leben. Nein, ganz kurz, lass mich sogar noch weitergehen. Und zwar, wir verpassen die Schönheit eines gesamten Lebens. Lass mich anders ausdrücken. Und zwar, ohne das Bittere in unserem Leben wird das Süße niemals so süß sein, wie es wirklich ist. Wisst ihr, ich erinnere mich daran, wie ich als Teenager, wie oft ich mich geärgert habe über meinen Vater. Und heute ist er nicht mehr da. Ich erinnere mich daran als Jugendlicher, wie oft ich mich mit meiner Mutter gestritten habe. Bis zu dem Zeitpunkt, dass meine Mutter und ich uns im Streit getrennt haben. Und sie in derselben Nacht gestorben ist. Was meinst du, was ich alles geben würde für einen weiteren Moment mit meiner Mutter? Und das ist die Sache, ey, wir neigen dazu, uns heute über Momente zu beschweren. Heute über Momente zu beschweren, die wir morgen vermissen werden. Die wir morgen nicht mehr haben. Ey. Deshalb spricht David davon im Psalm 144, die Verse 3 bis 4. Lass mich ganz kurz vorlesen. Er sagt Folgendes. Und zwar, was ist denn der Mensch, Herr, dass du ihn beachtest? Was bedeutet er dir, der vergängliche Mensch, dass du dich mit ihm abgibst? Der Mensch ist wie ein Hauch. Sag mal ganz kurz, Hauch. Wie ein Hauch. Die Tage seines Lebens gleichen einem Schatten, der vorüberzieht. Weißt du, was ein Hauch ist, ey? Nimm mal dein Smartphone und hauch mal rauf. Und guck mal, wie schnell es weg ist. Heute da, morgen weg, oder? Unser Leben ist ein Hauch. Ist verrückt, oder, wenn du darüber nachdenkst. Deshalb ist meine Frage an dich, FCG Steffenberg, bist du jetzt gerade hier? So, wenn du gerade hier bist, dann sag mal bitte, ich bin gerade hier. Für die zwei Leute, die es nicht gesagt haben, ich habe es gesehen. Nein, aber weißt du, warum wir das sagen sollten? Hey, warum wir uns manchmal dessen bewusst sein sollten, da wo wir sind, hey, ich bin jetzt gerade hier, ist, weil unser Leben so ist. Und aufgrund dessen, hey, und lass mich ganz kurz ein paar Studien und Statistiken mit dir teilen. Und zwar aufgrund dessen, zum Beispiel, Microsoft hat vor circa, ich glaube, 9 Jahren oder sowas, eine Studie rausgebracht, die davon gesprochen hat, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne bei 8 Sekunden liegt. 8 Sekunden. Das heißt, dein Gehirn gibt dir die Chance, 8 Sekunden eine Botschaft aufzunehmen. 8 Sekunden. Und ich meine, das ist verrückt. Ich meine, der gleiche Bericht hat auch gesagt, dass ein Goldfisch die Aufmerksamkeitsspanne von 9 Sekunden hat. Ob das jetzt stimmt oder nicht, sei es dahingestellt. Aber letztes Jahr kam ein Bericht raus, der davon gesprochen hat, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne im Gesamten so viel kürzer geworden ist, aufgrund der ganzen Nachrichten, kurzen Nachrichten, die wir bekommen, aufgrund der ganzen News, aufgrund der ganzen Apps, aufgrund der ganzen Reels, der Shorts, der Videos und so weiter. So eine Informationshäppchen, die wir überall bekommen.
Sondern, und ich sage dir, was der Grund dafür ist. Der Grund liegt nicht weit weg von uns. Der Grund ist unser Smartphone. Sondern bitte versteh mich nicht falsch, ich bin jetzt nicht gegen Smartphones oder sowas, ich will nicht die ganze Zeit darauf rumhaken, aber es ist so. Ich meine, wir müssen uns dessen bewusst sein, dass das hier der Grund ist, so oft dafür, dass wir nicht dort sind, wo wir gerade sind. So, es ist, wir leben in so einer Swipe-Kultur. Das heißt so, okay, gefällt mir nicht, weg, weg, nächstes, nächstes, nächstes. Wir setzen uns nicht mehr Dinge, mit Dingen auseinander, die wir nicht mögen. Skip, weiter, nee, mag ich nicht, weg, weg, weg. Lass mich dir ein paar Zahlen geben. Und zwar, weißt du, was verrückt ist, hey? Dass du und ich im Durchschnitt, dass der Mensch im Durchschnitt, verschiedene Statistiken sprechen davon, dass wir im Durchschnitt 220 Mal am Tag unser Smartphone in die Hand nehmen. Dass wir mit unserem Finger das Display unseres Handys, hör mir gut zu, im Durchschnitt über 2600 Mal am Tag berühren. Und es hört sich umso mehr an, wenn du darüber nachdenkst, dass wir nur 1440 Minuten am Tag haben. Das heißt, du musst davon ausgehen, dass du mit deinem Finger das Display deines Handys öfters berührst, als es Minuten am Tag gibt. Weitere Studien sprechen davon, dass das Smartphone das erste ist, was wir morgens in die Hand nehmen. Noch bevor du deinem Partner Guten Morgen sagst, noch bevor du deinen Kindern Guten Morgen sagst, das ist das erste, was wir machen. Wir nehmen das Smartphone in die Hand. Und das ist eine der letzten Sachen, die wir von uns weglegen, bevor wir schlafen gehen. Jeder Dritte hat eher Angst, dass er sein Smartphone verliert, als seine Geldbörse, als sein Portemonnaie. Wer sagt heutzutage noch Geldbörse, oder? Die Geldbörse. Ja, aber du weißt, was ich meine, so, ne? So, das ist verrückt, hey. So, und es ist oft dieses Ding von, hey, nur ganz kurz. Es hat gerade geleuchtet, es hat gerade geblinkt, es hat gerade vibriert, es hat gerade einen Ton von sich gegeben. Nur ganz kurz dieses eine Show, nur ganz kurz dieses eine Video, nur ganz kurz dieses eine Video, nur ganz kurz dieses eine Verschwörungsvideo. Nur ganz kurz, ja, oder? Nur ganz kurz mein Konto checken, nur ganz kurz sehen, wer mir gerade bei Instagram folgt, wer mir entfolgt ist, wer sich meine Stories anguckt hat, wer nicht, wer likes, whatever. Nur ganz kurz. Und das ist verrückt, hey. Wenn du dir Gedanken darüber machst, in was für einem Loophole wir drin sind, wie nennt man das? Wie kann man es auf Deutsch sagen? Hasenloch. Okay, whatever. Du weißt, aber wir sind kontinuierlich in so einem Ding, wo wir Hamsterrad, auch, ja, kann man auch sagen. So, auf jeden Fall kontinuierlich in so einem Ding, wo wir irgendwie gefühlt nicht mehr rauskommen. Und jetzt kommt's, Freunde. Weil das ist die Sache, sondern ich glaube daran, dass du und ich nicht dafür, das war ja der Durchschnitt, dass du und ich nicht dafür erschaffen worden sind, designt worden sind, ein durchschnittliches Leben auf diesem Planeten zu leben. Sondern wir wurden erschaffen, um ein überdurchschnittliches Leben auf diesem Planeten zu leben. Glaubt irgendjemand daran? FCG Steffenberg, oder? Sondern dafür wurden wir erschaffen. So, lass mich dir ganz kurz überdurchschnittliche Zahlen geben. Und zwar 10% aller Nutzer von Smartphones berühren ihr Smartphone nicht nur 2600 Mal am Tag, sondern über 5400 Mal am Tag. Ey, nicht nur, dass es verrückt ist, das ist absolut widerlich. Das ist eklig, ey. Du hast Angst, irgendjemand die Hand zu geben, weil du denkst, dass du krank wirst? Desinfizier mal das Ding, ey. Oder? Weil das hältst du auch noch in deinem Gesicht. Das ist nicht dein Smartphone, das ist dein Ekelphone. Come on, ich meine, das ist verrückt, oder? Lass mich eine Hypothese mit dir teilen. Und zwar, eine Hypothese besagt, die gegenwärtige Explosion digitaler Technologien verändert nicht nur die Art, wie wir kommunizieren, sie verändert, wie unser Gehirn arbeitet. Jetzt kommt's. Unsere Fähigkeiten zu Multitasking hat sich zwar verbessert, unsere Fähigkeiten zur Aufmerksamkeit dagegen hat gelitten. So, und ich glaube, diese Hypothese stimmt voll und ganz. Ey. Weil die Sache ist, so, ne, ich glaube, es war letztes Jahr oder sowas, die Harvard University hat so eine Studie gemacht mit, ich glaube, 2250 Leuten, wenn ich mich nicht irre. Und was sie herausgefunden haben, ist Folgendes. Und zwar, dass wir 47% jeder wachen Stunde nicht dort sind, wo wir mit unserem Körper gerade sind. Das heißt, 47% jeder wachen Stunde driften wir in unseren Gedanken irgendwo davon. So, das heißt, du sitzt mal in der Church, aber du bist nicht wirklich da. Du sitzt mit Freunden zusammen, aber du bist nicht wirklich da. Du sitzt im Auto. Kennst du das, wenn du mit dem Auto irgendwo hinfährst und dann dich fragst, wo war ich die letzten 20 Minuten? Das ist erschreckend, ey. Du sitzt mit deiner Familie am Essenstisch und bist nicht wirklich da. Und das, was wir eigentlich kommunizieren, oder in einer Kleingruppe oder sowas, jemand teilt gerade sein Herz oder sowas und du bist nicht wirklich da. Und das Verrückte daran ist es Folgendes. Und zwar, das, was wir damit kommunizieren, und das würden wir so niemals sagen, sowas sagen wir nicht öffentlich oder sowas, aber das ist das, wie wir denken. Das ist Folgendes, und zwar, du bist es mir nicht wirklich wert, dir gerade zuzuhören. Und ich weiß, hey Mann, ey, es ist ein Stück weit der Zeit geschuldet, in der wir uns befinden und sowas. Definitiv, hey, so, ne? Aber hör mir gut zu. Du und ich, wir werden immer die Zeit für die Dinge haben,
für die wir uns Zeit nehmen. Wenn wir nicht mit unserem Smartphone unterwegs sind, ich sagte, was auch so eine Problematik ist, ist, dass wir in den ganzen Dingen drin sind, von wegen, was ist wenn? Was ist, wenn das und jenes passiert? Was ist, wenn ich meine Prüfung nicht bestehe? Was ist, wenn ich keinen Job bekomme? Was ist, wenn ich niemals jemanden kennenlerne? Was ist, wenn ich jemanden kennenlerne? Was ist, wenn wir keine Kinder bekommen? Was ist, wenn wir Kinder bekommen? Was ist, wenn unsere Kinder dumm sind? Was ist, wenn unsere Kinder schiefe Zähne haben? Was ist, wenn die Wirtschaft sich niemals erholt? Was ist, wenn Covid wieder zurückkommt? Was ist, wenn unsere Regierung was plant? Was ist, wenn Außerirdische uns angreifen? Was ist, wenn? Und wenn wir das nicht machen, dann sind wir offen diesem Wenn-Dann. Wenn ich irgendwann mal ausgezogen bin. Hey, wenn ich irgendwann mal ein Auto habe, wenn ich irgendwann mal einen Job habe, wenn ich irgendwann mal Kinder habe, wenn ich irgendwann kennengelernt habe, wenn. So, wenn unsere Kinder dann irgendwann mal ausgezogen sind, wenn unser Haus dann irgendwann mal fertig ist, wenn. Ich sag dir ganz ehrlich, hey, Leute denken, das ist ein Leben, das ist ein Albtraum. Das ist ein Albtraum, weil wir leben nicht im Hier und Jetzt, was Gott uns geschenkt hat, sondern wir leben in den ganzen Eventualitäten. Was ist, wenn? Hey, aber was ist, wenn du das dann irgendwann mal niemals erlebst? Du und ich, wir haben keine Ahnung, was in der nächsten Stunde passieren wird. Sondern, und das ist das Problem, wir sind nicht im Hier und Jetzt, wir verpassen das Hier und Jetzt, wir verpassen, was Gott jetzt gerade dabei ist, in unserem Leben zu tun. Und ich will gar nicht mit dem Finger auf irgendjemand zeigen, weil ich weiß, wie oft das in meinem Leben der Fall ist. Und ich dieser ganzen Geschichte echt den Kampf erklären muss, in meinem eigenen Leben, wohin ich greife und wohin nicht. Aber wir verpassen das Hier und Jetzt und was Gott für uns jetzt hier vorbereitet hat, weil wir dem Ganzen nachjagen, was wir eventuell irgendwann mal haben könnten. Oder was wir uns unbedingt wünschen. Oder was ist, wenn. Und weißt du, wie Jesus das nennt? Ich will es dir zeigen. In der Bergpredigt, ich komme gleich zum Ende, okay? In der Bergpredigt, in Matthäus 6, sagt Jesus Folgendes. Und zwar, da steht Folgendes geschrieben. Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Mit all dem plagen sich Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr all das braucht. Sag mal bitte ganz kurz, all das. All das. All das. Dass ihr all das braucht. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch all das, sag mal nochmal ganz kurz, all das zufallen. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigene Last. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Weißt du, was Jesus hier klar macht? Und zwar, was unser Problem ist. All das. All diese Dinge. Wenn ich das irgendwann mal habe, wenn, all das, all das. Und bitte versteh mich nicht falsch, Jesus sagt nicht, dass wir nicht planen sollen. Er sagt, dass wir uns keine Sorgen machen sollen. Warum? Weil wir uns in einer Welt befinden, die uns vollballert. Mit Sorgen, mit Angst, mit Furcht. Und das, was wir letztendlich machen, ist Folgendes. Und zwar, wir wünschen uns all das, damit es uns etwas besser geht. Und wir sind in all dem, was wir eventuell haben könnten. Und das, was unser Problem ist, ist, wir skippen all unsere Furcht und unsere Ängste und so weiter. Wir setzen uns nicht damit auseinander, weil wir skippen sie einfach weg. Das ist unsere Kultur. Wir wollen uns nicht damit auseinandersetzen. Und irgendwann mal erwischt es uns so richtig. Und dann sagen Leute, ey, ich habe einen Burnout oder ich habe eine mentale Ungesundheit oder sonst was alles. Aber womit haben wir uns im Vorfeld gefüllt? Hey? Und ich will, bitte versteh mich nicht falsch, ich lege jetzt nicht einfach das Tuch drüber und sage, hey, bei jedem ist es genauso. Das meine ich nicht. Sondern aber ich meine, ey, was ist, ich meine, unser Herz, du und ich, wir sind die Einzigen, die für unser Herz in charge sind. Die auf unser Herz aufpassen können. Womit fülle ich es? All diese Dinge. All das. All das setzt absolut alles dran, deinen Fokus und deine Aufmerksamkeit zu bekommen, zu absolut jedem Zeitpunkt deines Lebens. Nur lass mich dir eine Sache dazu sagen. All das, es hat keinen ewigen Bestand. Es hat keinen ewigen Bestand. Wir können nichts davon mitnehmen, wenn du heute nach Hause gehst. Nichts. So, jetzt sitzt du hier und sagst, okay, André, was soll ich machen? Sondern was soll ich machen, um den Fokus zu behalten? Was soll ich machen, um meine Aufmerksamkeit zurückzugewinnen? Was soll ich machen, hey, um im Hier und Jetzt zu sein? So, der Grund, warum wir so oft nach all das schauen und warum wir so oft nicht im Hier und Jetzt sind, sind drei Dinge. Hör mir gut zu. Und zwar ist es mangelnde Hoffnung, mangelnder Glaube und mangelndes Vertrauen. Wir sind so eingenommen davon, wir freaken aus, wir rasten aus wegen all den Dingen, die wir nicht kontrollieren können. Wegen Dingen, die vielleicht in unserer Vergangenheit passiert sind, die uns herausgefordert haben, die uns verletzt haben. Wir haben Angst davor, dass sie nochmal passieren. Aber lass mich dir eine Sache sagen. Hey, unsere Vergangenheit, wir haben sie nicht mehr. Das, was gestern gewesen ist, es ist vorbei. Das, was morgen kommen wird, wir können es nicht kontrollieren. Das Einzige, was du und ich haben, ist das Hier und Jetzt. Ist das heute. Und du und ich, wir können niemanden lieben, wo wir nicht sind. Hey. Wenn du am Essenstisch sitzt und du sitzt die ganze Zeit mit deinem Smartphone da, du kannst deine Kinder, du kannst deine Frau, du kannst deinen Ehepartner, Ehemann oder was, kannst du nicht lieben, ey.
weil du ganz woanders bist, im nächsten Moment. Sondern wir können nicht glücklich sein, wir können nicht Jesus dienen, wo wir nicht sind. Deshalb, das Einzige, was wir haben, ist das Hier und Jetzt. Heute, Zachäus. Heute. Heute ist alles, was wir haben. Heute. Du willst deinen Fokus zurückbekommen? Dann ist das Einzige, was du und ich tun können, ist zu vertrauen. Hey, ganz kurz, diese Kinder und dieser Bettler und Zachäus, das Einzige, was sie Jesus geben konnten, war es, ihm zu vertrauen. Ihm zu glauben. So, das heißt, das, was du und ich tun können, ist Folgendes. Und zwar, wir wissen, hey, Gott war gut in der Vergangenheit, auch wenn nicht alles nach Plan gelaufen ist. Aber sagen wir mal ehrlich, hey, auch wenn Dinge in deinem Leben nicht nach Plan gelaufen sind, sondern hast du Gott schon jemals gedankt für den einen Anruf, den du nicht bekommen hast? Für die eine Person, die dich nicht zurückgerufen hat? Für den einen Job, den du nicht bekommen hast? Wer weiß, wovor Gott es bewahrt hat, oder? So, auf jeden Fall, wenn wir dankbar sind für all das, was in unserer Vergangenheit passiert ist, dann können wir dankbar sein für das, was in Zukunft kommen wird, weil wir wissen, Gott ist der gleiche, der er war, der ist, der sein wird. Und deshalb kann ich dankbar sein für das Hier und Jetzt. Gott, was hast du jetzt für mich vorbereitet? Lass mich, und das ist mein letzter Bibelvers, und zwar Jakobus 4, ganz kurz mit dir teilen. Und zwar, passt auf, wenn ihr behauptet, heute oder morgen werden wir in die und in die Stadt reisen. Dort werden wir ein Jahr lang Geschäfte machen und viel Geld verdienen. Woher wisst ihr denn, was morgen sein wird? Was ist euer Leben? Und jetzt bezieht er sich auf Psalm 144. Nichts als ein flüchtiger Hauch, der kaum ist er da, auch schon wieder verschwindet. Das ist unser Leben. Das ist unser Leben, ey. Sondern, und bitte, ich will auf niemanden rumhacken oder sowas, ne? Weil ich, wie gesagt, ich weiß, wie oft ich in meinem Leben, ich muss diese Entscheidung treffen und sagen, ich will gute Gewohnheiten in meinem Leben haben. Und weißt du, wie wir gute Gewohnheiten in unserem Leben kultivieren? Gute Gewohnheiten sind wie ein Faden. Und du webst Tag für Tag einen Faden nach den anderen. Und was entsteht irgendwann mal? Ein reißfestes Seil, oder? Sondern was wäre, wenn du und ich gute Gewohnheiten in unserem Leben kultivieren, die so reißfest sind wie ein Seil? Das heißt, ich treffe eine Entscheidung, dass ich zum Beispiel mich morgens fülle mit dem Wort Gottes. Und ich tue das nicht, weil ich dann dadurch ein besserer Christ bin oder weil ich Pastor bin, sondern ich tue es auch nicht, weil ich denke, dass Gott irgendwie im Himmel sitzt und sagt, oh, Antonio hat heute wieder seine schöne Zeit gemacht, sondern weil ich weiß, was es mit mir macht und wie es mein Herz verändert. So, was wäre, wenn wir eine Entscheidung treffen, wo wir zuletzt am Tag hingreifen, wo nicht? Was ist, wenn es nicht das Smartphone ist, sondern unser Partner ist? Und die ihm oder ihr nochmal die Hand geben oder whatever, hey, oder deinem Nachbarn. So, weil seien wir ehrlich, wir leben in so einer Welt von Anonymität und sonst was. Ey, und so viele Menschen sind einsam auf diesem Planeten. So, was wäre, wenn wir an dieser Stelle, hey, eine Gewohnheit neu kultivieren in unserem Leben? Und damit komme ich zum Schluss. Erinnere dich an Jesus, als er am Kreuz hing. Seien wir ehrlich, wenn es jemals einen Moment gegeben hätte, wo man gedacht hätte, okay, hey. Sondern wir verstehen voll und ganz, dass er jetzt keine Aufmerksamkeit auf die Leute um sich herum geben kann. Sondern wäre es am Kreuz gewesen. Ich meine, er wurde fast bis zur Besinnungslosigkeit geschlagen und gemartert und gefoltert und eine Dornkrone aufgesetzt und alles, okay? Sondern, und dennoch, was sagt er über die Leute, die ihn gerade gekreuzigt haben? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und während er am Kreuz hängt, da ist dieser Typ, der zu Recht von ihm gekreuzigt worden ist, oder? Und er fragt ihn, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus hätte locker sagen können, ey, weißt du was, Zeit vorbei. Sondern ich habe jetzt gerade andere Sorgen. Er sagt, heute noch. Ganz kurz, sag nochmal mit mir zusammen, heute noch. Heute noch. Heute noch. Wirst du mit mir im Paradies sein. Heute noch. Jesus verteilt Tickets für den Himmel, für das Paradies, während er gerade selbst in seinem eigenen Blut erstickt. Er hat ihm seine volle Aufmerksamkeit gegeben. Das ist es, wie Jesus es immer wieder tut. Du und ich, wir können eine Entscheidung treffen, heute hier und jetzt zu sagen, weißt du was, heute noch. Heute will ich mich entscheiden, ein guter Ehemann, eine gute Ehefrau zu sein. Heute will ich mich entscheiden, ein guter Vater, eine gute Mutter zu sein. Heute will ich mich entscheiden, einen Unterschied auf diesem Planeten zu machen. Heute entscheide ich mich dazu, einen Unterschied in meiner Nachbarschaft zu machen. In meinem Freundeskreis, bei meinen Arbeitskollegen, whatever. Heute. Heute, das ist das Einzige, was wir haben. Dein Gestern ist vorbei. Dein Morgen kannst du nicht kontrollieren. Das Hier und Jetzt ist das Einzige, was wir haben. Und das, was du machen kannst, ist zu sagen, weißt du was? Jesus, ich vertraue dir meine Vergangenheit an. Ich vertraue dir meine Zukunft an. Aber vor allem vertraue ich dir das Hier und Jetzt an. Alles hängt davon ab. Amen. Amen. Hey, lass uns mal ganz kurz alle unsere Augen schließen. Einfach als Punkt der Konzentration der Privatsphäre. Ich weiß nicht, wie du heute hierher gekommen bist. Hey, vielleicht bist du heute hier und du bist zum allerersten Mal hier und du hast absolut gar nichts mit Gott am Hut. Und du sagst, weißt du was, ich habe viel von diesem Jesus gehört, aber ich kenne ihn eigentlich gar nicht. Aber ich will ihn gerne kennenlernen. Ich will dir gleich die Möglichkeit dafür geben, während alle die Augen geschlossen halten und keiner links und rechts schaut. Vielleicht bist du aber heute hier und sagst, weißt du was, Antonio, ich kannte Gott irgendwann mal, aber ich weiß nicht, was passiert ist. Ich bin irgendwo falsch abgebogen. Leben ist passiert. Ich weiß es nicht. Und ich will zurück zu diesem Gott. Ich will ihm mein Heute anvertrauen.
dann sage ich dir auch, du bist nur ein Gebet von diesem Jesus entfernt. Während alle die Augen geschlossen hatten, keiner links und rechts schaut. Ich werde gleich von 3 auf 1 runterzählen. Wenn ich bei 1 bin, du sagst, weißt du was, ich will Jesus mein Leben anvertrauen, dann bitte ich darum, dass wenn ich bei 1 bin, dass du ganz kurz deine Hand hebst, damit ich weiß, mit wem ich beten kann. Während alle die Augen geschlossen hatten, keiner links und rechts schaut. 3, Jesus liebt dich so sehr. 2, er ist dir näher, als du denkst. 1, er hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Heb ganz kurz deine Hand da, wo du sitzt. Dankeschön, danke, dankeschön, danke. Okay, könnt ihr ihn wieder runternehmen? Könnt die Augen wieder öffnen. Wir machen es so, ich will von vorne ein Gebet vorformulieren und wir beten es alle als gesamte Kirche nach. Es ist ein Statement für die sichtbare und die unsichtbare Welt. Hier geht es nicht um Frömmigkeit, es geht nicht um Religiosität, es geht nicht um Tradition, es geht um unser Herz. Okay? Sprech mir nach. Jesus, bitte verzeih mir, wo ich vor dir weggerannt bin. Bitte verzeih mir, wo ich Schuld auf mein Leben geladen habe. Heute komme ich zurück zu dir. Und ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Dass du am 3. Tag von den Toten auferstanden bist. Und dass du jetzt zur Rechten des Vaters sitzt. Sei du von nun an mein Gott, mein König und meine Nummer 1. Und die ganze Kirche sagt, Amen, Amen, Amen. Amen.